Rick, über dich redet man nicht viel. Alles, was ich wusste, war, du wirst im TNN gemeint. Hab dann recherchiert und dann kam ich zur Erkenntnis. Ja, jetzt habe ich erfahren, dass du wack bist. Battle gegen Maverick, ich dachte erst, ich glaub es kaum. Dabei war doch deine Quali richtig dreckig aufgebaut. Genau wie deine, also sollten wir auf einem Level sein. Wer bei dir nicht alles bis zur letzten Line weggereimt. Und du pickst eine zerstörende Beat, doch das Geblöke klingt schief, so wie 12-Tor-Musik. Ey, du machst dich über Psychonik lustig, wirklich eine coole Geste und auch praktisch, denn ich dachte erst, du bist ein Kuh-Kollege. Digga, du denkst, bei deiner Quali wäre jeder platt, doch bist dabei nur fehl am Platz wie Priester an der Reeperbahn. Ich bin traurig, dass du dieser Sache kein beigibst. Dafür freu ich mich auf deinen Double-Glass-Type-Beat. Maverick, Maverick, der wird locker weggefickt. That's how we roll. Ja, nur schade, dass du eckig bist. Digga, lass deine Videos mit der Handycam. Psychonik klingt verglichen mit dir so wie Eminem. Maverick, Maverick, der wird locker weggefickt. That's how we roll. Ja, nur schade, dass du eckig bist. Ey, ey, sogar wenn du irgendwann mal reimen könntest, gibt es viele andere Leute, die dich nicht leiden können. Ey, Omi Marill, kennst du Tag Sicherheit? Ich fick deine dämliche Mutter, das heißt wahrscheinlich nein, oh. Irgendwann wird das hoffentlich besser, doch solange bleibst du der erste Rapper ohne gewonnenes Battle. Kann trotzdem nur weiter, wenn der Scheiß Gegner nicht sein. Reit, du bist noch schlechter Trash, ich glaub dein Leben ist frei. Leid und wann jeder einen Zeitgeist erzählt, den dich kennt, könnte man dich mittlerweile Chase Miller nennen. Maverick, Maverick, der wird locker weggefickt. That's how we roll. Ja, nur schade, dass du eckig bist. Digga, lass deine Videos mit der Handycam. Psychonik krieg verglichen mit dir so wie Eminem. Maverick, Maverick, der wird locker weggefickt. That's how we roll. Ja, nur schade, dass du eckig bist. Ey, ey, sogar wenn du irgendwann mal reimen könntest, gibt es viele andere Leute, die dich nicht leiden können. Wieso wolltest du gegen mich betteln? Ich ruf deine Freundin an und ich gewinne dieses Battle. Deine Freundin lässt sich heute Geburt putzen, du siehst in ihr das Gute und leckst ihre Schuppen.